Was geht ab, Leute? Letztes Video in diesem Airbnb hier in Bangkok. It's pretty nice. Und dieses Video ist inspiriert von einem Kommentar, den ich bekommen habe. Auf ein älteres Video, wo ich darüber geredet habe, warum es besser ist, Online-Business zu starten, als Rapper zu werden. Okay? Und ich habe gesagt, du lernst gewisse Skills, wenn du Online-Business machst, um nie wieder broke zu sein. Er meinte so, okay, was sind diese Skills? Welche Skills? Und das sind drei Skills, die meiner Meinung nach wichtig sind, ja, um nie wieder broke zu sein. Die mir geholfen haben, mein Einkommen zu verzehnfachen. Drei Skills, auf die ich mich jetzt gerade auch fokussiere, ja, die sehr high leverage sind. Okay? Der erste Skill ist Storytelling. Ja, und das ist ein Skill, der sehr underrated ist. Warum ist Storytelling wichtig? Andrew Tate ist letztes Jahr so explodiert oder vorletztes Jahr und er hat so viele Beliefs geschiftet bei Leuten. Ja, Leute haben plötzlich komplett neue Meinungen gehabt zu gewissen Themen. Sie hören auf mit Drogen, wie zum Beispiel ich damals. Oder sie sagen plötzlich, Islam ist krass oder so ein Scheiß, okay? So, das hätten sie davor nie gesagt. Religion ist sick, so niemand hätte das gesagt oder sehr wenige Leute, ja? Und wie hat Tate es geschafft, so viele Meinungen zu verändern, so viele Beliefs zu verändern, so viele Glaubenssätze, die eigentlich tief verankert waren, zu verändern? Durch Stories, ja? Durch die Story, die er mal zu dem Punkt hatte, hat dieser Punkt plötzlich Sinn gemacht. Ja? Er sagt zum Beispiel, ein Beispiel, Äpfel sind extrem wichtig und dann erzählt er dir eine Story von einem Typen, der keinen Apfel hatte und dann gestorben ist oder so ein Scheiß. Er hat immer eine gute Story dabei und dann denken wir uns, aha, okay, es macht Sinn, ja, es macht Sinn. So wie zum Beispiel die Bibel. Die Bibel ist auch einfach laute Stories, um gewisse Glaubenssätze zu verändern, weil durch die Story macht es dann mehr Sinn, als wenn du nur hörst, mach so, denk so und denk so. Wir brauchen eine Story. Unser ganzes Leben, unser ganzes Gedächtnis fast, sind einfach nur sehr viele Stories. Und man kann diese Story verändern und so können wir unsere Glaubenssätze verändern. Ja? Und wir sollten erstens die Stories in unserem Kopf so verändern, dass sie uns dienen. Ja? Zum Beispiel, wenn du in ein Sales-Meeting gehst und du hast in deinem Kopf, dass jedes Sales-Meeting, wo du zuerst warst, Trash war, das ist eine Story, die dir nicht dient. Wenn du aber denkst, dass jedes Sales-Meeting davor krass war, das ist eine Story, die dir dient, okay? In diesem Meeting jetzt, ja? Egal, ob sie wahr ist oder nicht. Und so geht es auch um Marketing. Wenn du gewisse Beliefs in deinem Kunden, deiner Audience installieren möchtest, brauchst du die richtigen Stories, um diese Beliefs zu installieren. Manche Leute sind im Knast und lesen die Bibel und sind plötzlich ein anderer Mensch. Warum? Sie haben gewisse Stories gehört, die ihre Glaubenssätze verändert haben. Ja? Und natürlich, wenn ihr etwas verkaufen wollt, sollten die Leute den Glaubenssatz haben, dass erstens das, was ihr habt, das Produkt, ihr Problem löst, dass sie überhaupt das brauchen, ja? Dass ihr die richtige Person seid, um dieses Problem zu lösen, ja? Und dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ja, das wollt ihr installieren, diese Beliefs. Das heißt, Storytelling ist extrem wichtig, zum Beispiel auch Pickup-Artists. Ich habe das Buch gelesen, The Game, gell? Und da geht es darum, dass Pickup-Artists gewisse Stories hatten, um zu zeigen, dass sie High-Value sind. Okay? Wenn sie zum Beispiel in einem Broker-Typ sind, ein bisschen dick, was weiß ich, er hat gewisse Stories, die er jedem Girl erzählt, wo sie danach denken, ah, elf, demonstrating High-Value, ja, demonstrating High-Value, so heißt das, glaube ich. Ja? Das heißt, sie machen genau das Gleiche. Weil wenn du eine Story erzählst, fällt diese Person ein bisschen in Trance. Man vergisst alles rundherum, man stellt sich vor, was du erzählst. Und in so einem Zustand kann man das Unterbewusstsein gut beeinflussen. Ja? Zum Beispiel, ich habe früher eine VBA geschrieben über Hypnose. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, der meiner Meinung nach extrem sinnvoll ist. Ein Skill, der extrem sinnvoll zu lernen ist. Und das ist Selbsthypnose. Ja? Ich hatte früher meine VBA geschrieben über Hypnose in der Medizin. Wie verwendest du Hypnose, um aufzuhören mit gewissen Addictions, um aufzuhören mit Rauchen, um mehr confident zu werden? Ja, Sportler wurden besser durch Hypnose, weil sie selbst einfach im Unterbewusstsein dachten, dass sie besser sind und dann wurden sie auch wirklich besser. Okay, das Unterbewusstsein ist extrem mächtig. Wie kannst du darauf zugreifen? Nur wenn du in einem Trance-Zustand bist. Und ein Trance-Zustand wird zum Beispiel hervorgerufen, wenn du eine Story hörst, wenn du einen Film anschaust, wenn du in einem tiefen Gespräch gerade bist oder wenn du dich selbst in einen Trance-Zustand reinführst, indem du meditierst zum Beispiel. Ja? Ich werde ein ganzes Tutorial machen, wie ich das gerade mache. Ich werde das in der School Community posten. Join the Community, Link im Bio. Ich poste die ganze Zeit solche Tutorial-Videos. Ja? Und bei mir, Bro, es funktioniert for real. Es ist crazy. Wenn ich das mache, Selbsthypnose,
all die Sachen, die ich mir sage, so Affirmationen mäßig, es hört sich bullshit an, aber alles wird wahr. Es ist crazy. Es funktioniert hundertprozentig. Ja, du kannst dich wirklich selbst voll programmieren, wenn du weißt, wie es funktioniert. Ja, und das ist ein extrem sinnvoller Skill. Erstens, dich selbst zu hypnotisieren und zweitens, andere Leute zu hypnotisieren. Ja, wenn du denkst, dass du ein gutes Produkt hast, dann musst du dafür sorgen, dass andere Leute von dir kaufen. Ja, und erstens, was sehr viele Brands machen, sind gewisse Stories zu ihren Produkten. Jedes Produkt braucht irgendeine Story, dass man denkt, okay, dieses Produkt, Nike, oh, ich bin dann auch ein Sportler oder was weiß ich. Ja. Jedes Produkt braucht irgendeine Story, irgendeine Herkunft, wo Leute dann relaten können. Plus, wo gewisse Beliefs über dieses Produkt und generelle Beliefs bei den Leuten installiert werden. Wie macht es Iman Ghazi zum Beispiel? Er hat ja diese großen Kampagnen gemacht über World Economic Forum und die kommen, they come to get you und startet jetzt eine E-Mail-Agency, um dich und deine Familie zu retten. Und im Endeffekt, ich persönlich habe diese Beliefs voll angenommen und es hat mir geholfen, you know? Sein anderer Belief war dann halt auch noch, dass sein Programm jetzt gerade das Beste ist und dass jetzt der Zeitpunkt ist. Ja. Und diese Beliefs braucht immer eine Person, um zu koppen. Ja. Sie hat ein Problem, sie muss das lösen und jetzt gerade ist der Zeitpunkt. Ja. Ich persönlich habe das nicht hinterfragt. Ich war hundertprozentig so, okay, er hat recht. Ich muss jetzt wirklich was ändern. Ich muss jetzt handeln und jetzt gucken, dass ich so escape und was weiß ich. Und weil ich das wirklich so als Facts angenommen habe, habe ich gegrindet und das hat mir eigentlich sehr viel gebracht. Okay? Das heißt, ihr könnt auswählen, welche Beliefs ihr annimmt und welche Beliefs ihr nicht annimmt. Und ihr müsst die annehmen, die euch etwas bringen. Ja? Und der dritte Skill, um nie wieder broke zu sein, ist networken. Okay? Einfach eine likable Person sein. Ja? Es gibt so viele Leute, die zu Networking-Treffen gehen und selbst noch nicht so viel geschafft haben, also sie wollen die ganze Zeit flexen auf andere Leute. Du bist neben, weil sie sich nicht so confident fühlen, weil sie denken, sie müssen zeigen, was sie geschafft haben. Wenn du neben einer Person sitzt, die 1 Million im Monat macht und du willst irgendwie zeigen, dass das, was du machst mit deinem YouTube-Kanal oder was weiß ich, krass ist, vielleicht ist es cool, ja, vielleicht, aber flex nicht. Hör auf zu flexen. Ja. Zeig der Person einfach, dass du der Person aktiv zuhörst und dass das, was diese Person sagt, interessant ist. Ja. Wenn du das machst, dann wird die Person dir mehr erzählen und das ist eigentlich, was du möchtest. Du möchtest Informationen von der Person bekommen, du möchtest, dass die Person gerne mit dir ist. Ja. Es ist das ganze Konzept davon, mehr zu geben, als zu nehmen. Warum ist es mehr geben, wenn du zuhörst, anstatt zu reden? Weil jede Person redet gerne über sich selbst. Du denkst wahrscheinlich, dass du das interessanteste Leben hast. Was auch immer bei dir gerade passiert, ist krass. Und wenn eine Person neben dir sitzt und die ist so interessiert, was du machst und fragt dich coole Fragen, interessante Fragen, wo du merkst, dass sie zuhört und engagiert ist, dann löst das in dir Dopamin aus. Und du denkst dir dann, ha, geil, geil, geil. Und du redest, gell? Das heißt, wenn du bei einem Gespräch aktiv zuhörst, der anderen Person, ihr Fragen stellst, ja, interessante Fragen, dann gibst du etwas, dann gibst du Value, weil jeder redet gerne über sich selbst und jeder hilft gerne anderen Leuten. Das heißt, wenn diese Person weiter ist als du und sie gibt dir Advice, dann gibt sie dir Advice und das gibt der Person etwas. Ja, und das musst du dann machen. Du musst diesen Advice, wenn du die Person respektierst, befolgen. Ja. Und dann wird sie dir mehr Advice geben, wenn du den Advice nicht befolgst, dann wird die Person dir keinen Advice mehr geben. Ja? Erstens, guck, dass du mehr Fragen stellst, wenn du mit anderen Leuten bist. Zweitens, flex nicht auf diese Leute. Niemand interessiert dein Achievement. Weißt du, okay, es ist vielleicht cool, aber sag's eher subtle. Sag ich so, ja, nein, nein, du musst unbedingt zeigen, was du erreicht hast. Du musst unbedingt zeigen, dass du mit einem heißen Girl bist oder dass du das oder das oder irgendwas Cooles erreicht hast. Weißt du, sag's subtle. Man soll es herausfinden, aber nicht, dass du damit flexst, weil das ist einfach low status, sagen wir so. Und das dritte ist, schau, dass die Person keine unangenehmen Emotionen in deiner Gegenwart hat. Ja? Zum Beispiel, wenn du mit einer Person bist und diese Person ist eine krasse Person, du sprichst sie auf Sachen an, die der Person unangenehm sind. Ja? Die Person muss jetzt mit dir über Sachen sprechen, über die sie nicht gerne spricht, dann hat die Person ein unangenehmes Gefühl. Und auch wenn du eine stabile Person bist, denkt sie sich, verbindet die Person dann dieses Gefühl mit dir. Ja? Und wenn du die Person insecure fühlen lässt oder irgendwie ungut, ja, weil du irgendwas ansprichst, was unangenehm ist, ja, oder die ganze Zeit so fragst, ja, aber wie hast du dich da gefühlt, und was ist da, irgendwelche komischen Fragen, dann wird die Person denken, okay, wenn sie mit dir ist, fühlt sie sich irgendwie komisch, auch wenn du nett bist, dann wird die Person dieses unangenehme Gefühl mit dir verbinden und dann denkt sie sich, okay, ich treffe diesen Typen lieber nicht, weil er redet irgendwie über Sachen, die mich komisch fühlen lassen. Oder sie weiß es vielleicht gar nicht, was es ist, aber irgendwie kein Bock auf diese Person. Okay, lad den lieber nicht ein. Ja? Das heißt, das sind 3 Skills, die meiner Meinung nach am wichtigsten sind.
Die ersten zwei sind noch ziemlich underrated und zu allen werde ich noch ein längeres Video machen, wo ich es genau erkläre in School. Also wenn ihr nicht in der Community seid, join the Community. Jeden Tag posten Leute ihren Progress, jetzt gerade bei der 8-Wochen-Challenge. Und die Person, die am meisten Progress macht, am Ende der 8 Wochen, bekommt mindestens 500 Euro das Geld von allen Signups. Die Tage mache ich eine Q&A auf Instagram. Ich mache ein Video dafür auf YouTube. Also folgt dem Instagram, Link in der Description. Folgt dem Telegram. Wir sehen uns bald, Leute. Let's go.